Ich müsste jetzt mal. Ich müsste jetzt eigentlich alle Klatsch. Nix, ne, wir können wieder jetzt alle ab. Der Herr der Schwingen, okay. Ja, das Geld, ne, für diese Schwierigkeit mal wieder richtig, hat sich wieder richtig gelohnt. Ah, das ist ja, kennen wir ja schon von dem Game. Und wir haben natürlich kein Auto zurück, ne? Nein. Ach, hier unten kein, ne, da hinten auch was. Irgendwo da hinten. In den weiten, weiten Ding. Das ist irgendwie ganz geil, wäre, wenn irgendwie eine Zahl angezeigt werden würde, wie das Auto noch entfernt ist. Das wäre noch ganz geil. Ah, da ist das Auto schon. Ey, cool. Sogar nur ein cooles Auto. Da. Los geht es zur nächsten Mission. Okay, das hat doch nicht so lange gedauert, wie ich dachte. Ich habe gedacht, da werden wir noch 1000 Jahre dann sitzen, aber... Weil es eine Mini-Strecke war, ging das ja relativ schnell. Au. Der arme Wolf. Warum es jetzt diese Nebenmission ist, wird auch immer wieder etwas Witziges, weil sie heißt auch eine Nebenmission. Hoffentlich kann ich Sammelquest. Die Sammelquest überspringen wir gleich. Da habe ich gar keine Lust drauf. Da irgendwas zu sammeln. Ist hier auch irgendwo noch eine Quest? Nochmal Klatsch Nixon. Also, wer mich schon so fragt. Sehr, sehr gerne doch. Ich liebe Klatsch Nixon, das finde ich immer so geil gemacht. Ah. Aus den Häuten seiner geliebten, verstorbenen Haustiere besteht. Auf dem Zenit seiner körperlichen und geistigen Fähigkeiten. Nach einem von Askese geprägten Leben und finanziell erfolgreicher, als er sich je erträumt hatte, sprang Klatsch Nixon von einem Berg und ward nie mehr gesehen. Nach monatelanger Suche wurde kein Leichnam geborgen. Man erklärte Klatsch Nixon für tot. Doch jedes Jahr stürzen sich hunderte seiner treuesten Fans im Andenken an ihren lange verschollenen Helden von eben dieser Steilwand. Gute Reise, Klatsch Nixon. Du glorreicher, großartiger Hundesohn. Gute Reise. Ah, der hat halt immer viele Fans, wenn das nicht jedes Jahr machen. Also ein Fan-Treffen in den Tod. Fans sind weg, also verliert man seine Fans auf jeden Fall. Ah gut, wenn er tot ist, dann wird das... Nein, ich will auch viel fliegen. Ich will mit dem Helikopter fliegen. Oh Gott, das war... Wieso habe ich 45 Sekunden Zeit? Das ist doch nicht gut, das ist nicht gesund. Jetzt ist nicht ganz dicht. Ubisoft, habt ihr den Arsch offen? Mir ist noch was anzutun? Oh, das... Ja. Ich nehme dich einfach nicht mit. Es war bestimmt eine geile, die zum Schreiber nicht bekommen hab. Das kann nicht sein. Ach komm. Ich kann gar nicht hinsehen. Bin so schlecht da dran. Ich kann auch nicht hinsehen, wie scheiße ich das hier gerade mache. Oh Gott.
Das ist sowas von Scheiße, ne? Ich weiß. Tja, das war ja schon oft, weißt du? Sie machen jede Scheiße mit, Alter. Jetzt ist einfach. Alter, ich will das aber bestimmt nicht schaffen. Ich werde es doch gar nicht schaffen, Alter. Schafft ihr es, unter dieser Brücke hindurch ins Ziel dieses tödlichen Tritts? LOL! Woo. Das war knapp, aber gut. Ein guter Flug, ja, war ein toller Flug. Aber wenigstens habe ich ihn überlebt. Haben wir noch Klatschnixen? Nee, ne? Ich reiß ja kurz hin, um auch ein Auto zu bekommen. Hey, was gibt's? Ich habe ein echtes Problem. Ich könnte wirklich deine Hilfe brauchen. Das hast du gut gemacht. Viele Leute gerettet. Danke. Gerne doch. Ich kenne die Wichser. Die sind wie ein Uhrwerk. Die Trucks, die nächste Ladung Rekruten einsammeln sollen, sind schon auf dem Weg. Ich will eine kleine Willkommensfeier ausrichten, wenn sie durch das Tor kommen. Wir jagen diese Trucks in die Luft, sodass sie sie nie wieder benutzen können. Was immer wir tun, wir dürfen sie nicht entwischen lassen. Willkommensparty, hier Willkommensparty. Bereiten uns halt vor. Was war das natürlich so schwer dann? Natürlich. Fuck! Seh sie direkt voraus! Hi. Ich glaub los! Schwere im Gegner! Ich bin hier runter! Deck mich! Du Arsch! Bin Oh, war keine gute Idee. Oh, das war keine gute Idee. Doch, war schon. Mission abgeschlossen. Ging ja schnell. Oh, jetzt hat diese Pässe hier weg und dann. Ja. Gut, das war die Mission. Na gut, das ging ja schnell. Dann mal mit ihm. Nee, also das war die Hauptletzte. Die finale Mission. Aber die mache ich noch nicht. Ach ja. Ja gut, eigentlich ist es nur noch ein bisschen so. Durch die Gegend fahren und irgendwas erledigen noch. Es ist nichts mehr Wichtiges, das ich mir eigentlich auch. Also, ja, tatsächlich nur ein bisschen zum Zeitvertreib. Und das ist halt auch ein bisschen das Problem. Also, es ist halt alles ein bisschen zum Zeitvertreib. Aber gut, war ganz lustig, eben die Mission wieder. Die letzte machen und die nächsten machen wir jetzt weiter, die Prüber-Verstecke und dann. Dann das Finale. Dann Finale. Oh. Wie lange ich dafür brauchen werde. So viele. Dann machen wir die mehr. Ja, machen Mission fertig, dann haben wir es ja bald. Und dann noch die Prüferverstecke und dann nur noch die letzte Mission und dann ist ja auch schon dann erledigt bald. Ja, es ist, muss ich sagen, zuerst war das Game halt wirklich. Hä, was soll ich hier machen? Hä, was ist. Was ist denn nicht das Ziel? Was soll ich ja machen? Da kann ich so vieles machen. Aber irgendwann, wenn man halt in das Spiel gespielt hat, dann hat man irgendwie so einen Ablauf entdeckt. Aha, so
So funktioniert es. Das Problem, ja gut, ich finde Markus einfach. Ich mag auch diesen. What the fuck? Okay, physikalische Effekte. Was ist passiert? Soll ich dir irgendwie helfen? Ja. Ah, okay, verstehe ich. Mensch, da sehe ich Meisterleistung vom Synchronsprecher. Fleisch und überfahren. Ja gut, dann kann ich ja gleich warte. Also. Ah, warte. Hey, ich hätte meinen Reh gern überfahren. So, ja, entschuldigen, Sie haben Sie überfahren, das Reh. Aha, Köstlich überfahren. Aber auch nicht zu doll, ey. Nur einmal. Jetzt eine neue Speisekarte. Überfahrenes Reh. Lecker. Kann ich ja sehr empfehlen. Ist das auch mein Lieblingsgericht? Überfahrene gewalttragende Tiere. Die überfahrene gewalttragende Tiere, die schmecken heute gut. Alter, wo ist denn das? Ist wieder ein scheiß Ort, wo kein Mensch hinkommt. Dann auf der anderen Seite. Ist denn nicht überall Wasser? Oh, Alter. Was ist denn das hier? Wo bin ich denn hier wieder gelandet? Hallo. Ja gut, dann fahr ich einfach anders, ne? Ach, Junge. Was ist denn das hier für ein scheiß Weg? Alter, wo ist denn das? Ja, hier ist überall See. Wow. Nicht mal durch. Ich bin ja hier irgendwo. Hallo. Ist okay. Ist in Ordnung. Mensch, ist Kinder. Oh, bei der Straße. Das ist ja nett. Dafür gibt's ein Navi, okay, dafür nicht aus. Doch jetzt. Wir
muss hier überall hinkommen, weil es hier überfahren werden muss. Also habe ich übertrieben gemacht oder so? Oh fuck. Reicht jetzt mal wieder. Und nach der Sekte ginge, würden wir alle verhungern. Hier muss man sich sein eigenes Essen jagen. Mhm. Dann mach mal. Ich jage auch mein Essen mit dem Auto. Wie hupt er eigentlich? Erstmal das Thema. Wow, wow, ach komm. Oh nö, lass uns andere Quests machen, hab jetzt keine Lust drauf, da Tiere zu jagen. Ehrlich gesagt. Weil ganz ehrlich, wir kommen dafür sowieso nichts mehr. Also, so ein paar Quests noch okay, aber. Ja. Was haben wir noch? Jetzt können wir hier mal gucken. Leute, kein Auto mehr, ne? Hm. Ja, klasse, natürlich, da mal das bauen muss, wo keine Autos sind. Klar, sicher. Bist du wirklich die, die Jacob ausgeschaltet hat? Kaum zu glauben. Okay, dumm. Gut, wir können ein bisschen gucken, ob hier irgendwo was ist. Schnauze. Ich
Da ist es. Gib Gas! Oh. Ja, lol! Lol, das haut ab! Halt's Maul. Toll. Es hat viel. Das Mistviecher noch gelebt. Geil. Hey! Ja, na klar! Na klar, überlebst du das! Das reicht's. Gibst du das auch? Nein? Pech. Komm, ganz ehrlich, das ist mir zu blöd. Ich aktiviere sie, genau. Das ist mir zu blöd. Ist nur egal, ob du ein bisschen in der Nähe ist. Ah ne, oder jetzt die vier überfahren und da habe ich. Aber jetzt keine Lust auf, weil es jetzt sowieso nicht lohnt. Also nö. Also Quests, die mir Spaß machen, ja, die letzten Mal will ich noch angucken. Aber nö, das nicht. Weil wenn man so ein Viech finde und ich kurz überfahren kann, kann ich sogar eindammeln und Ding, aber und eindammeln. Aber ja, nö, da habe ich jetzt gerade Lust drauf. Die Quest ist mir ehrlich gesagt ein bisschen. Nee, danke. So schade, dass deine Plan-Disziplin scheiße war. Hey! Ha, niemand kannte sich damals so gut mit erweiterten Statistiken aus wie ich. Ich habe die Zukunft des Sports gesehen. Ich bin George. Ich behalte für Eli die Straßen im Auge. Sag ihm, was die Peggys vorhaben. Früher war hier alles voller lachender, ballspielender Kinder. Hab ich ihnen beigebracht. Hab in der Minor League gespielt. War Shortstop für die Hope County Cougars. Aber das ist lange her. Lange vor diesem verdammten Krieg. Ich hab meine alten Karten durchgesehen. Diese Sektentypen haben unser ganzes Team getötet. Hätte schwören können, dass ich noch das Set aus meinen aktiven Tagen habe, aber einige fehlen. Ich sehe, du hast schon ein paar, aber ich brauche wirklich das ganze Set. Komm wieder, wenn du alle hast. Wäre gut, die Leute an die gute alte Zeit zu erinnern. Oh ne, ist wieder so ein. Oh ne, danke. Oh ne, Junge, mach mal selber. Da hab ich jetzt auch ganz ehrlich keine Lust. Das ist Wade. Das ist Wade. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Ich stelle gar nicht. Mein. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Die Peggys haben alle Tiere mitgenommen, aber ich glaube Cheeseburger läuft. Cheeseburger, Alter. Ne, ah, ich will diese scheiß Quest nicht. Nö, die ist mir zu blöd. Jetzt greift weil die ganzen Dosen her hat, aber. Aber gut. Ah, ne. Tut mir leid. LOL, weil ich mit der Dose abgeworfen hab. Okay, Junge. Okay, weil ich mit der Dose abgeworfen hab. Tschüss, Dragon Force. Bin ich auf jeden Fall ziemlich geil. Gut zu wissen.
voll ins Auto geschmissen. Hey, was ist denn hier los? Ich kann uns hier rausbringen. Mein verfickter Ex hat meine Angel und will sie nicht rausrücken. Hilfst du mir, sie zurückzubekommen? Du bist sicher bewaffnet, oder? Ja. Schieß ein paar Löcher in seinen Krempel und jag ihm etwas Angst ein. Verzier die Satellitenschiffe, Mann. Richtig geil. Ich guck dir fern. Ja, vielleicht braucht deine Hand meine Pause. Meine Mutter hat schon immer gesagt, dass du voll Scheiße bist, Dylan. Es reicht! Okay! Hier! Nimm deinen ganzen Scheiß! Sag nur nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn die Sekte hinter dir her ist. Verdammt! Nach allem, was die Sekte dir angerichtet hat, kann ich nicht glauben, dass er meint, die beste Möglichkeit zu überleben wäre, sich ihnen anzuschließen. Er rafft es nicht. Ich versuche, uns hier rauszuholen. Also, es gibt da diesen Riesenfisch namens der Admiral. Es gibt einen Haufen Geld, wenn man ihn fängt. Und das ist dann unser Ticket raus aus diesem Höllenloch. Der Will ist manchmal so ein Idiot. Ach, ich muss mal den Kopf freikriegen. Und das kann ich nur beim Angeln. Warum kommst du nicht mit? Ich würde mich freuen und kann dir dabei gleich ein paar Tricks zeigen, wenn du willst. Folge ist geiler. Oh ne, ich habe auch keine Lust. Oh ne, jetzt nicht angeln, oder? Ich bin immer mit Schulfreunden hierher gekommen. Der Kühlbox angeln, finde ich geil. Von denen ist niemand mehr da. Sie haben sich entweder Eden's Gate angeschlossen oder. Naja. Du weißt schon. Nur Dylan und ich sind noch übrig. Hab eine Menge Wolfsfallen in letzter Zeit gesehen. Die Sekte stellt sie auf. Man sagt, sie setzen die Wölfe dann unter Drogen. Das macht sie zu diesen fiesen Monstern, die sie Judges nennen. Wer weiß, vielleicht sind es auch nur Gerüchte. Nö, ja, stimmt schon. Und wir können angeln. Yay! Yeah. Siehst du die Mücken da drüben? Und die Wasserspritzer? Das heißt, da wollen Fische gefangen werden. Hey, du hast eine Angel. Probier sie aus. Gut gemacht. Die Fische wollen keine toten Käfer, also lass ihn zucken. Oberflächenköder müssen lebendig aussehen. Na los, pass auf, dass die Schnur nicht reißt. Lass locker, bis der Haken sitzt. Danach machst du den Fisch erstmal müde, bevor du ihn einholst. Komm. Also. Komm. Sein lieber Fisch. Komm. Na komm. Nein. Hilfe. Hört einmal her. Hey, das machst du super. Oh geil, ich kann angeln. Boah, das freut mich richtig, dass ich angeln kann. Das ist wirklich geil. Yay, ich bin in der Ausbildung geschafft. Geil. Oh, ich bin kein Angelfreund. Das ist ja ganz cool gemacht, ne? So, wenn man es mag. Ich finde das auch nicht schlecht, dass es drin ist, ne? Tut mir nicht falsch. Ich finde es auch ganz witzig gemacht, aber bin einfach kein Angelfreund. Hallo, kannst du jetzt mal herkommen? Ach Junge, kannst du mal herkommen? Hallo! Hey! Ich bin ja komplett verarscht, komm jetzt her! Junge! Alter! Dieses blöde Fickfisch, Alter, komm! Hallo! Hallo, Alter! Komm da jetzt mal her! Ja, oh, vielen Dank! Wunderbar! Toll! Sei begeistert! Stell dir mal hier hin, ne? So richtig schön nah am Wasser. So nah kann ich, glaube ich, geil. Yeah.
Ist, na, oh, er wird schon der, oh Gott. Der ist groß, aber nicht der Admiral. Er ist eine Legende. Die Leute meinen, er wäre 200 Jahre alt, kein Witz. Und ein gerissener Mistkerl. Am Grotman, ja, Schafen winkt ein Batzen Geld, wenn man ihn fängt. Und das werde ich tun. Das Geld ist unser Ticket hier raus. Hallo, Herr Fisch. Würden Sie denn nochmal? Wie wäre das? Danke. Verdammt, du hast echt was drauf. Spiel mit Skylar. Du wirst langsam echt gut. Üb nur weiter und vielleicht kann ich dir später noch mehr zeigen. Und danke fürs Zuhören. Manchmal tut es gut, sich alles von der Seele zu reden, weißt du? Achso, das war schon, mit dem wir jetzt einfach Admiraler sammeln. Cool. Also, der Admiral ist ein harter Brock. Und ich dachte, es wäre einfacher, wenn wir ihn zusammenfangen würden. Selbst wenn wir halbe-halbe machen, wird es für mich und Dylan mehr als ausreichen. Bist du dabei? Aber erstmal musst du besser im Angeln werden. Ich habe ein paar meiner Lieblingsangelplätze auf deiner Karte markiert. Aber du musst Spezialköder besorgen. Komm zum Claggett-Bootshaus, wenn du soweit bist. Und dann schnappen wir uns den Admiral. Stell dich aber auf einen Kampf ein. Der verdammte Fisch hat echt Zähne. Nein. Nee, danke. Ich hab keinen Bock zu angeln. Also, nicht falsch verstehen. Ja, das Angeln ist an sich cool gemacht, aber ich mag's nicht. Das ist so eine persönliche Sache. Ich, so zum Gameplay, ja, bestimmt cool gemacht. Wir sind jetzt keine Angel-Simulation oder ähnlichen Scheiß, aber es ist cool gemacht. Ich mag es. Also, so ja, aber. Und dann habt ihr eben geangelt. Ich habe jetzt auch keinen Bock zu angeln. Aber wer es mag, ich glaube, kann man leben. Ja, wie gesagt, ne, nur weil ich was mal nicht mache oder ich so sage, ich mag es nicht, heißt es nicht, dass es im Game jetzt scheiße ist oder dass ich es scheiße finde. Man muss auch immer Sachen so. Das ist die Sammelquest. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Schön, die man in der Far Cry 5 spielt, die Sammelquests, die habe ich alle gemacht. 100%. Du bist hier, um zu helfen. Natürlich. Ich bin übrigens Dave, der Fowler. Aha. Mit und ich leiten das Fangzentrum gleich die Straße runter. Ich sag dir was. Wade kümmert sich nur um die Tiere. Ich hingegen befasse mich tatsächlich mit den Verkäufen. Besonders diese Cheeseburger-Wackelkopf-Figuren. Das war meine Idee. Und toll. Da hat Jacob praktisch alles mitgenommen. Ich hatte Glück, mit dem bisschen zu entkommen. Na, der ist ja tot. Das wirkliche Problem ist aber, dass sie meine Cheeseburger-Wackelkopf-Figuren geklaut haben. Oh mein Gott. Hast du eine Ahnung, was die wert sind? Nee. Das sind verdammte Sammlerstücke. Oh mein Gott. Die sind total beliebt im Ausland und so selten. Ich wäre reich, wenn ich die online verkaufen würde. Also, wenn wir je wieder Internet haben. Wenn du dir nicht sicher bist, wie sie aussehen, dann findest du eine da drüben auf dem Tisch. Das ist die einzige, die die Schweine gelassen haben. Bastard. Bitte, du musst sie mir zurückholen. Die bedeuten mir alles. Danke, Kumpel. Und Tabzustand, das ist bestimmt wieder eine Sammelquest. Na ja, okay. Das erste, was du lernst, welche Beeren man nicht essen sollte. Ach Gott, Alter, komm. Darf ich da. Kann ich die dann haben, die Dinger? Und dann mache ich einen Merch-Shop auf und. Das ist Wade. So, und wie schalte ich eigentlich den Cheeseburger frei? Komm, Leute, wollte ich auf jeden Fall am Freitag. Wie macht man das? Hilfe, Wade. Okay, dann muss ich mal dahin reisen. Weil. Oh, ist so ein Düss. Den Cheeseburger, den würde ich halt schon ganz gerne haben. Muss ich ehrlich sagen. Den Cheeseburger. Das ist Wade aus dem Fangzentrum. Den Cheeseburger. Ich mag Cheeseburger. Also auch zum Essen, aber ihn mag ich auch. Ihn nicht. Den Cheeseburger. Den Bären. Und ja. Ja, das mache ich jetzt bestimmt. Ich werde jetzt den ganzen Tag, den ganzen Let's Play lang Cheeseburger-Kopffiguren sammeln. Das wird bestimmt ein Traum. Ja, gar nicht, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Nö. Da sind die Belohnungen mir zu gering. Irgendwie im Far Cry 3 hat irgendwie noch Sinn gemacht. So, was ist denn mit Cheeseburger? Du hast dich doch um Jacob gekümmert, oder? Klar, ich bin mein Leben lang Jäger. Aber ich dachte nicht, dass ich mal einen Menschen töten müsste. Ah. Hier ist er! Ich bin wirklich froh, dass die Sekte hier nicht mehr ihre Wölfe abrichten kann. Die haben die Wölfe sogar runter zum alten Sägewerk geschickt, um die Gefangenen in Schach zu halten.
Wir hatten einen Bären, der Cheeseburger hieß. Er war eine kleine Berühmtheit. Er hatte eine Schwäche für Chads Imbiss. Aber er hat Diabetes bekommen und wir mussten ihn auf eine Lachsdiät setzen. Jedenfalls wollte die Sekte ihn mitnehmen, also habe ich ihn freigelassen. Angeblich richtet er ganz schön Chaos an. Jemand sollte nach ihm suchen und gucken, ob es ihm gut geht. Aber nimm auf jeden Fall ein paar Lachse aus dem Teich mit. Wenn du Cheeseburger mit dem Lachs fütterst, wird er zutraulicher. Lecker! Erreiche die Angel. Okay, na gut, aber das ist okay. Da kriege ich einen Cheeseburger. Das ist in Ordnung. Ja, das ist Raid aus dem Dingzentrum. Mhm. Erreiche. What? Nein. Ich will nicht hinreisen, ich will hinfahren. Ich bin aber kein Fan von Schnellreise. Das machen wir nur zwischendurch. Aber ich bin einfach kein Schnellreise-Fan. Es tut mir leid, das bin ich einfach nicht. Ich fahre so ultra gerne. Von A nach B. Auch wenn es mir halt mit Schnellreise immer schneller gehen würde. Aber klar. Oh Gott, wie fährst du denn, Alter? Komm, wettrennen! Wettrennen! Fast and Furious Wettrennen! Yay! Und ich überhole und ich bin gehabt. Kein Bock mehr. So. Einmal hier lang driften. Weil kann man ihn auch immer hier parken. Achso, ich soll jetzt also so fahren. Warte. So. Und dann. Achso, dann soll ich genau hier parken. Das war nett. Okay. Dann muss mich auch ins Navi halten. Ne? Wenn er sagt, ich muss einmal drehen, dann mache ich das natürlich so. Oh, boom. Kann ich mitnehmen. Scheiße. Das ist immer in Rollenspielen immer geil. Wenn ich ein Rollenspiel spiele. Nee. Also ich brauche nur einen Fisch. Ein Lachs. Okay. Hallo, ich will Lachs haben. Wirklich was? Weiß dann. Vielen Dank. Die meisten Sachen kann man reparieren. Die Leute schmeißen zu viel weg. Jo, das finde ich auch. Ich brauche nochmal ganz kurz Lachs in meinen Cheeseburger. Jetzt. Danke! Ah, cool. Fange Störer. Falls du den Lachs schon hast, ich habe gehört, Cheeseburger wurde in der Nähe von dem Linero Baubedarf gesehen. Ach wirklich? Die spielen verrückt. Ich glaube, die spielen jetzt nicht, oder sind sie sogar. Aber. Hallo. Ah, nein. Ah, leck mich. Ach, egal. Achso, ich kann schon. Ah, okay. Lalala. Ich bin da weg, ne? War ja nett. Kein Bock mehr auf Angeln. Wenn die das angeln. Achso, ja, ganz ehrlich. Senioren. Nö, nicht für die Belohnungen, die man hier bekommt. Und dann ist es sich irgendwie belohnt, aber du hast einfach alles. Das war das in der Watch Dogs 2 auch mal das Problem, als ich durchgespielt habe. Ich wollte ja auch mal damals 9% Run machen. So zocken, ne? Und habe ich aber gelassen, weil ich nachher gemerkt habe, ja, du hast ja irgendwann alles. Das ist das Problem aber Ubisoft Games, dass du selten 9% machst. Bei Far Cry 3 hat mich das irgendwie motiviert. Aber das Problem ist einfach, irgendwann du hast halt alles. Gott. Ja, wow, wie stellt der Penner. Ja, wie stellst du dich denn hin? Tolle Idee auf jeden Fall. Das Problem ist bei Ubisoft Games, du hast irgendwann alles. Und du hast irgendwann alles zu viel zu früh alles. Und das ist irgendwie so ja, denken wir aus, na gut, dann braucht die ganzen Nebenquests nicht mehr machen. Also, hier ist ja was okay, hier sind die ein bisschen motivierend, aber bei vielen Spielen so, ja. Ich habe ja auch Resident Evil Origins rumliegen. Aber weil ich jetzt ja Far Cry 5 gespielt
Weiß nicht, ich war ja überlegen, ob ich jetzt Assassin's Creed Origins Let's Play mache. Ich hab's installiert. Vor. Oh Gott, oh Gott. Ach ja, leck mich doch mal aus. Warum baller ich nicht einfach? Guten Morgen! Oh, ich glaub, wie schneller. Hallo, na? Die Drogen haben richtig geholfen. Was? Habt ihr den verdammten Cheeseburger-Bären schon erwischt? Kommt schon, sag doch was. Was du auch machst, sei nicht schüchtern. Geh einfach da rein und gib ihm den Lachs. Der knuffige kleine Kerl wird ihn dir direkt aus der Hand fressen. Keine Sorge. Hey, Cheesy. Oh, ist der süß. Oh. Leider bin ich schon durch. Bald. Und den Pfand einfach mitnehmen. Jacob braucht diesen Bären für die Ernte. Was? Das ist mein Bär. Der hab ich. Naja, komm her. Cheesy. Komm her, Gigi, mach sie fertig! Der verdammte Bär darf nicht entkommen! Dann holt ihn euch doch! Ihr Pissfressen! Guck doch mal, Bär jetzt nicht! Da hab ich. Wow, ja, wow! Was? Aber! Beliebe Schießbürger, oh Gott! Ihr Pisser! Er hat den niedergeschossen! Wie soll der entkommen? Wir bleiben. Warte. War das jetzt eigentlich geplant, dass wir beleben, oder war das jetzt... Mach ihn mal weg. Junge. So. Hallo. Oh, der verdammte ist noch. Jetzt neu. Hab gehört, dass du Cheeseburger gefunden hast. Solange er bei dir ist, weiß ich, dass es ihm gut geht. Denk nur bitte daran, ihn nicht mit Cheeseburgern zu füttern, weil er Diabetes hat. Okay, wo gibt's Cheeseburger? Er hat Diabetes.